Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Jede Nacht begleiten uns Träume. Manchmal können wir uns daran erinnern, manchmal nicht. Aber wie wäre es denn, wenn wir über den spirituellen Weg eine Traumdeutung bekommen würden, um mehr zu uns selber zu finden, unseren Weg im Leben ja vielleicht auch leichter und bewusster beschreiten zu können? Und diese ganzen Themen beleuchte ich heute mit meinem besonderen Gast, Annette Kaiser. Sie ist Großmutter, spirituelle Lehrerin, Ökonomin und ja, Evolutionärin. Also es wird eine wundervolle Sendung. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Annette, schön, dass du da bist. Grüß dich Corinna. Wir haben heute das erste Mal das Vergnügen und ich freue mich riesig, dass du gekommen bist. Vor allen Dingen, weil ich mich mit dem Thema Traumdeutung noch gar nicht wirklich auseinandergesetzt habe und war total begeistert, als ich dann gehört habe, du kommst. Dein Weg zum einfach mal zu dir, dass der Zuschauer und ich dich auch ein bisschen kennenlernen, würde mich einfach mal so interessieren, wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir uns heute hier begegnen und du das Thema Traumdeutung mit uns teilst? Traumarbeit hat bei mir begonnen bei meiner spirituellen Lehrerin Irina Tweedy. Ich wollte einfach ab einem bestimmten Punkt in meinem Leben mehr verstehen, wer bin ich eigentlich? Und was ist der Sinn des Lebens? Und all diese Fragen, die eigentlich so viele Leute in sich tragen, das hatte ich auch. Und ich fand sie. Frau Tweedy war in Indien geschult worden von ihrem Lehrer. Und sie war zuvor auch in Berührung gekommen mit C.G. Jung, mit der Traumarbeit in London, in einem Institut. Und sie hat in der spirituellen Tradition, in der sie zu Hause war, hat sie begonnen, mit Träumen intensiv zu arbeiten. Ja, und da saß ich, 17 Jahre lang war ich mit ihr, und habe eigentlich, ehrlich gesagt, gar kein Interesse gehabt an den Träumen, weil ich fand, das war wie in einem Kochtopf, saßen wir da. Die Träume wurden vor allen erzählt, man hörte zu und manchmal wurde ein Traum eine Stunde lang hin und her gedeutelt. Und ja, das war erst viel später, habe ich gemerkt, wie kostbar diese spirituelle Traumarbeit ist. Und als ich dann selber mit Gruppen begonnen habe, auch mit Erlaubnis von ihr, habe ich auch begonnen, mit spiritueller Traumarbeit eben in meinen Seminarien zu arbeiten und Retreats. Also es bedeutet, die Menschen sitzen zusammen in einem Kreis und ein Teilnehmer berichtet über seinen aktuellen Traum und dann sagt jeder so, was er dazu fühlt oder? Nein, nicht ganz so, aber ein bisschen so. Also zunächst einmal, die spirituelle Traumarbeit ist auch eingebettet in Meditation. Also es ist nicht einfach, dass man zusammenkommt und dann nur Träume anschaut, sondern das ist so eigentlich wirklich dieses Stillwerden zunächst, dieses Lauschen in sich hinein. Und da meditieren wir, da machen wir Gehmeditation, ich mache auch Qigong, Tai Chi dazwischen. Ja, es geht das Kultivieren des bewussten Menschseins. Und darin ist die spirituelle Traumarbeit einen Teil davon. Und wenn wir das dann aufnehmen, die spirituelle Traumarbeit, ja, da sitzen wir so zusammen und jemand, weil das ist immer frei, der möchte, darf oder kann einen Traum erzählen. Das muss nicht nur ein Traum sein von dieser Nacht. Es gibt manchmal Träume, die hatten wir in der Kindheit und die kommen immer wieder mal auf und vielleicht gerade in einer Meditation kommt irgendetwas hoch und da gibt es dann die Möglichkeit, das zu erzählen. Und dann lauschen wir mal zuerst alle. Interessant ist schon mal, dass vielleicht 50 Ohrenpaare diesem Traum lauschen. In Präsenz lauschen bedeutet,
sehr viel Lichtkraft, Aufmerksamkeit kommt diesem Traum zu. Und das macht etwas im Feld. Dann lauschen wir und dann schauen wir, ob oft rede auch ich dann, weil ich doch jetzt viel Erfahrung habe mit den Menschen. Aber es ist eher, dass ich intuitiv hineinschaue, fühle, den Menschen sehe, eigentlich aus einer Perspektive des tiefen Mitgefühls und der Liebe in der Präsenz. Und die Kompetenz aber bleibt bei der Träumerin oder beim Träumer. Wenn irgendetwas kommt, ein Vorschlag, könnte das das oder das sein, irgendwann macht es wie Klick. Mhm. Und das Gegenüber sagt, aha, ja. Und so gehen wir eigentlich vor. Und manchmal, ja, geben auch die anderen Menschen einen Beitrag, je nachdem. Und mit dieser Erkenntnis, die kann ich ja auch dann nutzen für mein Leben, oder wie integriere ich das dann in mein Leben? Vielleicht kannst du auch uns da ein bisschen ein Beispiel nennen, dass man sich das besser vorstellen kann, die Arbeit. Ja. Also es geht um dieses Erkenne dich selbst. Die Träume in der Nacht, die wir träumen, sagen wir, widerspiegelt die innere Alchemie im eigenen Menschsein. Das heißt, in den Träumen kommen eigentlich Themen vor, die mit uns in Resonanz sind. Und ich kann zum Beispiel träumen von einer Szene, wo ich in einer Wohnung bin und da kommt zum Beispiel eine junge Frau oder ein junger Mann hinein und nimmt so den ganzen Raum ein und spricht laut und ich fühle mich zum Beispiel dann so in die Ecke gedrängt. So, nehmen wir mal dieses kleine Bild. So. Dann gehe ich mal, nehme ich das mal auf. Mann oder Frau, das lote ich schon mal aus. Kenne ich die Person oder kenne ich sie nicht? Ist sie fremd? Wenn sie fremd ist, heißt das, dass dieser Teil mir noch nicht so bewusst ist. Da kann ich zum Beispiel durch aktive Imagination fragen, wer bist du und was möchtest du mir sagen? Aber das Thema ist, in einen Raum kommen, Raum einnehmen, klare Statements geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel erzogen worden bin, als junges Mädchen still zu sein, nicht auffällig zu sein, so ein bisschen schweizerisch auch, muss ich sagen, in den früheren Zeiten, was auch Mädchen noch im Besonderen betrifft, oder? Dann merke ich, aha, da ist ein Spannungsfeld. Ich habe von meinen Familie her wurde ich eher konditioniert, ruhig zu sein, nicht Platz einzunehmen. Jetzt kommt da plötzlich jemand im Raum, da habe ich den Gegenpol. Mhm. Dieser Gegenpol ist auch in mir. Dann gehe ich wie auch gefühlsmäßig da hinein, lote das aus. Zu leise, zu zurückgezogen. Wir sagen dem auch ein Minus-Ich. Das andere ist ein zu großes, kleines Ich. Und wenn ich das wirklich in mir aufnehme, auslote, komme ich aus dieser Konditionierung heraus. Sie wird mir vielleicht zuerst überhaupt bewusst. Mhm. Und die andere Figur, dieses Lautsein, spüre ich auch. Und so kann ich wie in mir eine Mitte finden. Und das heißt, ich kann im Alltag werde ich, Teresa von Avila sagt das, endlich normal. Ja, genau. Schön, endlich normal, ja. Ist ja gerade auch so ein Thema, gell? Bei dieser Traumarbeit, es gibt ja auch Menschen, die unter immer wiederkehrenden Träumen manchmal auch leiden, weil es auch Albträume sind für sie und dadurch wach werden durch Schreck. Was kannst du dazu sagen?
Also weißt du, grundsätzlich, wenn ich Träume anschaue, da gibt es ganz verschiedene Qualitäten, die auch aus verschiedenen Bewusstseinsschichten im Menschsein kommen. Mhm. Wir haben zum Beispiel alltägliche Träume, wo wir vielleicht einfach etwas, das am Tag geschehen ist, in der Nacht sich nochmals aufspult, um das noch tiefer verarbeiten zu können in der Psyche. Dann gibt es für mich Träume, die komplementär sind. Zum Beispiel, wenn ich immer so viel arbeite oder das Gefühl habe, oh, ich weiß nicht, rennen, dass ich das auch noch kann, Mutter sein und Arbeit nehmen und all diese Sachen. Ist es möglich, dass ich mal in der Nacht einfach träume, ich liege am Strand, das Meer rauscht, ich bin völlig entspannt, um innerlich auszugleichen. Mhm. Mein zu viel am Tag wird wie in der Nacht sozusagen ausgeglichen. Darin sehen wir auch, weißt du, die Träume haben in sich ein so gut sein, aber da kommen wir vielleicht später noch darauf. Sie versuchen immer, den Menschen zu helfen, auszugleichen, mehr in die Mitte zu kommen, sich selber tiefer zu erkennen, Dinge aus dem Weg zu räumen und so weiter. So, dann gehen wir eine tiefere Schicht. Das nennt zum Beispiel C.G. Jung die Archetypen. Ja, da träumen wir vielleicht von einem Drachen, von einer Hexe, von der weisen Frau, vom weisen Mann, von einem Magier, vom Gehängten, die ganzen Tarotkarten sind da drin enthalten, oder die Märchen, von den Märchen, die wir kennen. All das kommt vor. Und das sind, wenn ich so sagen will, oder der Ritter oder solche Figuren. Und da geht es darum, dass wir auch in der Begegnung, ich nenne das so energetische Kraftpakete, die anzuschauen und mit denen vertrauter zu werden, dass das in unserem Menschsein auch vorhanden ist, ist eine weitere Ebene. Dann haben wir auch durchaus ab und zu visionäre Träume oder eben spirituelle Träume in dem Sinne, dass sie uns weiter zeigen, einen nächsten Schritt in unserer spirituellen Entwicklung. Wir haben übrigens auch Schattenträume, wo, das ist dann wieder ein bisschen mehr an der Oberfläche, aber kann auch tief sein, Schattenträume, Dinge, die wir über die Konditionierungen abgespalten haben von unserem, in unserem Sein, die aber integriert gehören. Mhm. Aber auch, es gibt auch Dinge durch Konditionierungen, die sehr positiv sind, sozusagen, ich sagte manchmal Juwelen, die wie verdeckt sind, die wir plötzlich im Traumgeschehen entdecken, zum Beispiel ein Talent, das eigentlich nie zu Hause so sein durfte oder gesellschaftlich, das aber in uns vorhanden ist. Dann gibt es auch kollektive Anteile in den Träumen, sehr häufig. Es gibt auch systemische Anteile in den Träumen, wo man systemimmanent träumt. Meistens haben wir eigentlich so eine Mixtur. Es ist nicht einfach eine Ebene, die nur so im Hauptgeschehen vorhanden ist, sondern es sind verschiedene Ebenen und mit der Zeit kann man das immer besser auch selber lesen und verstehen. Wir sehen auch in der Traumarbeit, wenn wir die verfolgen über eine längere Zeit, die Entwicklungen, die wir machen. Wenn wir zum Beispiel ein großes Thema haben, es gibt Menschen, die kamen zu mir und haben, weißt du, als Kind schreckliche Erfahrungen gehabt. Mhm. Die wurden vergewaltigt oder irgend, weißt du, wirklich etwas ganz Schlimmes. Und oft ist es auch so, dass das in einem menschlichen Wesen gar nicht so bewusst ist und erst über die Träume wird es gezeigt. Dann bist du zuerst mal dieses Opfer, das überhaupt dieses Leid ganz zulässt. Und dann, wenn du weiter in diesem Bereich arbeitest, in Anführungszeichen,
einfach bereit bist, das zu erlösen in diesem Leben, wirst du mit der Zeit, das darf man kaum sagen, wirst du auch vom Täter oder der Täterin träumen. Mhm. Und eine reife Seele versteht, dass das einen Zusammenhang hat und kann auf diese Weise vielleicht leichter vergeben, dem Täter, der Täterin und sich selbst auch. Und so zum Beispiel wirklich etwas ganz Großes, das einem im Leben geschehen ist, erlösen, loslassen. Mhm. Ja. Also es gibt ganz verschiedene Ebenen des Träumens und auch, wie gesagt, kollektive Anteile, selbst über Generationen hinweg. Alles zeigt sich in den Träumen. Eben, es widerspiegelt die innere Alchemie im Menschsein. Hast du Rückmeldung von den Menschen, ob sich dieses Bewusste an Träume erinnern oder sie zu vergessen, sich jetzt irgendwie in dieser Zeitqualität verändert hat? Ich höre immer wieder mal Leute, die sagen, oh, ich träume gar nicht mehr so viel, weil sie sich nicht mehr daran erinnern können. Oder gibt es Phasen in dem eigenen Leben, wo man einfach mehr träumt oder weniger träumt? Oder liegt es am Kollektiv? Liegt es vielleicht auch an Umwelteinflüsse, dass wir den Zugang zu uns vielleicht gar nicht mehr so richtig wahrnehmen? Ich glaube, alle Punkte, die du erzählt hast, spielen da eine Rolle. Ich denke, dass wir sind verschiedenen Einflüssen ausgesetzt, kollektiven, aber auch, gehen wir noch einmal zu einem Menschen individuell hin. Es ist so, dass es tatsächlich Phasen gibt, wo man mehr träumt und es kann sein, dass man eine bestimmte Zeit viel weniger träumt. Wenn das mich jemand fragt, dann frage ich oft nach, ja, bist du besonders beschäftigt, beansprucht? Und meistens ist es so, dass wenn ein Mensch sehr beschäftigt ist, sehr beansprucht ist, vielleicht ist ein neues Kind geboren oder gerade und noch die Berufstätigkeit, dann ist es möglich, dass man in der Nacht weniger scheinbar träumt. Mhm. Es ist dann so, als wenn wieder dieses So-Gut-Sein, von dem ich vorher gesprochen habe, schaut, dass man nicht überlastet wird. Dann erinnerst du dich nicht. Und diese Zeit, wenn das ein bisschen weniger ist, ist überhaupt kein Thema. Es gibt dann wieder, wenn es mehr Raum hat, kommt das von alleine zurück. Dann gibt es aber auch Menschen, die haben das Gefühl, sie träumen überhaupt nicht. Also sie wissen zwar theoretisch, man träumt jede Nacht und das ist so, aber sie können sich nicht erinnern. Ja, da kann man nachhelfen. Da gibt es verschiedene kleine Hilfsmittel. Eines zum Beispiel ist, dass man vor dem Einschlafen eine klare Intention setzt. Ich wünsche mir einen Traum und ich wünsche mir, dass ich den erinnere. Also man muss klar auch dazu fügen, dass ich das erinnere am Morgen. Wenn das noch nicht so klappt, dann kann man zum Beispiel ein Glas Wasser nehmen. Man trinkt vor dem Einschlafen die Hälfte und am Morgen die andere Hälfte, weil das kann wie so eine Bewusstseinsbrücke schlagen, dass man den Traum erinnert. Oder man kann auf den Nachttisch so einen Zettel legen mit einem Bleistift, so dass wenn ich träume, dass ich dann das kurz aufschreibe. Und dann hast du mir gesagt, Herr Dahlke, hat auch gesagt, es wäre eine Möglichkeit, man kann mit B6 nachhelfen, damit man die Träume erinnert. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn man das wünscht, dass man sich auch wieder erinnert an die Träume. Mhm. Kann ich in der Nacharbeit, man kennt ja oft die Situation, dass man, also weiß ich nicht, ob man das kennt, also ich kenne es zumindest bei mir, dass ich mal nachts aufgewacht bin durch einen Traum, dann erinnere ich ihn noch. Dann schlafe ich wieder ein, dann wache ich morgens wieder auf und dann habe ich es vergessen. Würde aber gern, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das war schon wichtig, ich würde es gern wieder erinnern. Kann ich da? Das ist schwierig. Da würde ich ein Blatt hinlegen für das nächste Mal. Mhm. Und weißt du, noch einmal, wir dürfen auch Vertrauen haben in unsere
innere Alchemie, wenn es etwas ganz Wichtiges ist, wirst du es wieder träumen. Mhm. Weil das stößt von innen, weißt du? Also nicht nachlässig sein, weißt du, ich würde schon sagen, ja, wenn das so wichtig ist, dann würde ich da einen Schritt machen. Aber gleichzeitig wirklich das tiefe Vertrauen zu haben, wenn es wichtig ist, dann wird es sich nochmal zeigen. Oder man kann ja darum bitten, auch nochmal, weißt du, in der nächsten Nacht, dass es in einer Form noch einmal mir gezeigt wird. Mhm. Ja. Wenn ich also mich eh in einer Phase befinde, wo ich viel an mir arbeite, Persönlichkeitsentwicklung, spirituell, mehr zu mir kommen möchte, kann ich auch wirklich die Träume als Helfer nehmen, dass ich wirklich die Intention setze, ich möchte auch die Träume haben, damit ich mehr zu mir komme auf meinem spirituellen Weg. Also geht das auch? Ja, ja, natürlich. Also ich habe unglaublich viel gelernt in den Träumen, weil im bewussten Menschsein, was ist eigentlich die Definition für mich? Und da zitiere ich so gerne Nisargadatta Maharaj, der sagt, Liebe sagt, ich bin alles. Weisheit sagt, ich bin nichts. Zwischen diesen beiden fließt mein Leben. Darum geht es mir. Mhm. So, wer bin ich? Als ich begonnen habe, habe ich mich so 2 auf 2 Meter definiert. Annette Kaiser, eine Frau, in der Schweiz geboren, 2 Kinder, verheiratet, Ökonomie studieren, da, 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 da. So. Mhm. Ja, und dann in den Träumen, weil ja alles Aspekte meiner selber sind, habe ich plötzlich von Tibet geträumt. Ich habe von Afrika geträumt. Ich habe von, ich darf es gar nicht sagen, Saddam Hussein geträumt. Ich habe auch vom Dalai Lama geträumt. Und all diese Aspekte nehme ich auf. Und mein Gartenhag wird jedes Mal ein bisschen größer, ein bisschen größer. Und ich fühle dann zum Beispiel, ich habe auch ganz schreckliche Träume gehabt, die mich schockiert haben. Zum Beispiel, weil ich das einfach gerne habe, dass das die Menschen verstehen und nicht so erschrecken. Ich habe einmal geträumt, dass ich in Tibet war und ich zugeschaut habe, wie jemand gefoltert wurde. Das hat mich so erschreckt. Ich als Schweizerin, friedensliebend, so dachte ich. Ja, ich bin friedensliebend, aber diesen Teil habe ich auch in mir. Da musste ich mich auseinandersetzen. Und ans Herz nehmen, diese Schattenteile, diese Abgründe im menschlichen Dasein sozusagen aufnehmen, anschauen und sagen, auch das ist ein Teil von mir. Und so ist eigentlich, wächst ein Mitgefühl herbei, nebst den persönlichen Themen, die ich natürlich auch hatte, von Eifersucht oder diese Themen oder jene, nicht genug zu sein, all diese Sachen. Wir werden Weltbürgerinnen und wir haben, ob hoch, ganz heil, manchmal träumt man vielleicht, habe ich auch von Jesus geträumt oder Maria Magdalena, oder eben die Abgründe, wie oben so unten, wie unten so oben. All das schwingt im menschlichen Bewusstsein in mir. Und man wird demütig auf eine Weise. Und gleichzeitig, ja, beginnt man das, was ist, zu lieben, weil es ist, wie es ist. Und daraus kann ein neues werden. Entstehen. Ja. Nein, das war so schön jetzt, wenn die Menschen sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Gibt es Möglichkeiten, wo man sagt, oh, da fange ich mal ein bisschen an, mich mit dem Thema Traumarbeit ja, zu befassen? Ja, natürlich. Es gibt einerseits Literatur, man kann in eine Buchhandlung gehen und einfach schauen, Traumarbeit, spirituelle Traumarbeit.
Und ja, es ist auch schön, wenn Menschen den Weg zur Villa Unspunnen finden, wo ich tätig bin, unter anderem. Und da gibt es Informationen dazu unter www.goldenerwind.ch. Ja, da gibt es viele Möglichkeiten. Super. Vielen lieben Dank, liebe Annette, dass du heute da warst. Und ich hoffe, dass wir uns nochmal begegnen. Ich hätte noch viele, viele Fragen zu dem Thema Traumarbeit und ja, freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Danke dir, Corinna. Sehr herzlich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch einen Weg finden, dieses Thema Traumarbeit in Ihr Leben zu integrieren und haben viele Impulse heute mitbekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wunderschöne Zeit und bis bald. Tschüss.